Leute, ich bin schon wieder da. Für euch ist eine Woche später, für mich nur ein paar Minuten. Denn ich habe einfach Bock, die Story voranzutreiben und einfach jetzt weiter zu zocken. Obwohl ich es schon gespielt habe. Und ich finde, das ist eine krasse Stärke vom Spiel einfach. Dass ich, obwohl ich eigentlich weiß, was passiert, trotzdem Bock habe, es zu machen. Weil vielleicht passiert es ja nochmal anders als bei mir. Und das ist eine krasse Stärke von dem Spiel einfach. Und deswegen würde ich sagen, ich schnack jetzt gar nicht so lange rum und springe jetzt rüber. Und wir machen weiter. So. Weiter geht's. Das ist jetzt wieder die Kara Storyline. Wir sind ja abgehauen, nachdem wir da den Vater ein bisschen unglücklich umgebracht haben. Aber also wie gesagt, ich hatte schon auch Bock, dass er stirbt. Man hätte das auch anders lösen können, aber ich habe es von mir auch so gemacht. Und finde das auch okay. Der hat es schon krass verdient. So, was darf man eigentlich nicht sagen? Wie auch immer. Alright. End of the line. End of the line? Yeah, you're gonna have to leave. Ist das ein Android oder ist das wirklich der Fahrer? Ist das ein Android, der Fahrer, oder ist das ein Mensch? Ich glaube, es ist ein Mensch, ne? Ja, Mensch, uns wäre ja gekennzeichnet. So. Ne, wir fahren ihn lieber nicht. Das verrät er uns oder so. Vielleicht bin ich mir nicht angekommen, weil ich dachte, wenn es kein Android ist, wenn es ein Mensch ist, dann möchte ich den lieber nicht nach Hilfe fragen. Gonna be okay. We'll find somewhere to spend the night. So, müssen wir hier mal ein bisschen scannen und gucken, wo wir hier sind. Come on, Alice, we've got to hurry. Unterschlupf. Unbequem oder sicher, wie komme ich rein? Ach, das ist auch unbequem. Sehr unbequem, aber unauffällig. Und da ist halt noch ein Motel. Aber dafür bräuchten wir Geld. Ja, und hier ist jetzt kann man sich selber entscheiden und halt so überlegen, was denn so das Klügste ist oder so. Und ich bin meistens bei solchen Entscheidungen immer so, dass ich mir denke, ich bin den Mittelweg irgendwie. Ja, okay. Ich habe gerade mal was ausprobiert, weil hier wird jetzt gleich so ein Event getriggert. Und ich dachte, ich könnte das vielleicht verhindern. I'm okay. Aber I'm not so cold. Okay, es geht also nicht. Manche Dinge sind halt vorgefertigt. We have nowhere to go. I know someone who can help you. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. Zack, wieder weg. Genau, aber das musste zum Beispiel passieren. Also er musste uns diese Information geben. Come on, Alice. Thank you for using Detroit buses. So. So. Hier ist halt ein Laden. Also den kann man auch noch. Kann auch für diese anderen Dinger scannen. Oder da sieht man halt, was da ist. Ja, was ich mich gerade sagen wollte, ich probiere immer irgendwie so den Mittelweg zu finden so, und hier ist sehr unbequem,
Aber wir probieren halt jetzt in dieses Haus reinzukommen. Weil das, glaube ich, der bessere Unterschlupf ist. Den kann ich ja gar nicht nehmen. Okay. Genau, weil wir müssen jetzt eigentlich mit dem Drahtschneider den Zaun aufschneiden. An abandoned house. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. Holen wir uns den hier und dann können wir ins Haus rein, ohne große Umwege hier zu machen. Ich kann mal ganz kurz sagen, also ich habe hier bestimmt, ich weiß nicht, ich habe richtig lange gesucht, bis ich das den Dreh raus hatte, wie ich hier reinkomme. Weil man erstmal so an allen anderen Orten sucht, außer halt da, wo das andere... Hier, man könnte ja auch direkt einfach ins Auto gehen. Aber da ist halt Scheiße drin. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Are you alright? Yes, it's just a scratch. Be careful. Dann gehen wir da durch. Genau, also weil ich war mit dem Outcome eigentlich sehr zufrieden, den ich hier gewählt habe, und deswegen werde ich den jetzt hier auch machen. Don't worry, we're just having a Weil ich habe mir auf jeden Fall überlegt, ich werde ein paar Sachen, die ich vielleicht bei mir gemacht habe, hier anders machen in unserem Spielstand. Und das ist aber jetzt keine davon. Weil hier ist eigentlich alles gut gelaufen. Visitors. Ralph doesn't like visitors. They're nasty. They may hurt Ralph. Look, I'm an android too. You have nothing to be afraid of. All we want is a place to spend the night. Visitors are dangerous. Look what they did to Ralph. To worry about. We're not going to do you any harm. You have my word. You must excuse Ralph. Ralph still finds it difficult to control himself. Sometimes his fear makes him do things he regrets. Ralph has seen some hard times. He's just so scared the humans will get him again. You can stay if you want. Ralph won't hurt you. Okay. We'll just stay the night. Come on! Come! Come, come on! This way! Ralph has lived here since he ran away. Ralph never goes outside, so no one knows he lives here. Ich finde das eine ganz krasse Stelle. Aber nur wenn man mal so drüber nachdenkt. Die zieht eigentlich so relativ vorbei, aber wenn man drüber nachdenkt, dass er ja richtig Psycho ist und ein Android. Und er ist ja nicht drauf programmiert, Psycho zu sein. Er ist ja einfach... Und daran sieht man irgendwie, wie krass menschliche Züge die entwickeln oder entwickelt haben. Und halt auch so diese Persönlichkeitsstörungen. Er redet von sich selber in der dritten Person und so. Und Ralph is gonna go into the other room. He would like to stay with you. But he has things to do. Ja, das finde ich ganz krass. Also, we'll so, wenn man halt über dieses
diese Diskrepanz zwischen Codierung und Verhalten nachdenkt. Und dann ist das halt echt heftig, was da so mit ihm abgeht. Und das ist so bezeichnend dafür, für auch andere Bereiche. Also, weil wenn das möglich ist, dann muss ja auch, dann sind ja auch andere Gefühlsregungen und so weiter möglich. So, jetzt müssen wir Feuer machen im Kamin. Holz. Ja, ist auch wieder RA9. Man sieht das hier so schlecht. Da liegen Streichhölzer. Ab. Ich habe einen Streichhölzer. Brauche nur noch Papier. Hier. Sehr gut. An solchen Stellen frage ich mich dann auch so, was ist denn, wenn ich das Feuer jetzt ohne Papier gemacht hätte? Wird es dann schneller ausgehen? Oder geht's einfach nicht? Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber man fragt sich halt wirklich diese What-Ifs, was ich auch in der letzten Folge schon gesagt habe. Das ist ganz krass und das zeichnet dieses Spiel sehr aus, auf jeden Fall. You can come to bed. I did what I could. It's not much, but at least you'll be warm. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Tut einem so krass leid. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. Arschloch. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why can't we just be happy? I don't know, Alice. You'll never leave me, right? I promise you'll never go. I promise. Will we be together forever? Forever. Ganz krass, dass man so schnell so eine Bindung zu diesem kleinen Mädchen aufbaut und halt auch voll will, dass sie einen mag und dass das alles gut so zwischen den beiden ist und so und dass man da halt so dann immer sich dahingehend entscheidet. Ich glaube, das müsste man mal in die Statistiken gucken, wie viele das machen, aber ich glaube, das macht fast jeder. Also weil das einfach so ein Impuls ist, dass man sich um sie kümmern will. Ist nämlich auch gestiegen. Ja, und hier sieht man auch wieder, also wie viel andere Wege man hätte einschlagen können.
So. Weiter. Oh, jo. Ja, ihr erinnert euch, das ist Marcus. Marcus ist auf dem Schrottplatz-Friedhof gelandet. Beine mehr. Hier ist jetzt nur noch ein Auge. Also richtig am Arsch. Das wird ja zum Beispiel total krass gemacht, weil der Audioprozessor von ihm kaputt ist, also quasi das Gehör. Hören wir jetzt auch alles so komisch. Yes, jetzt kommt die Tablet. Sehr gut. Dadurch, dass man halt so ein komisches Gehör hat, drückt einen das auch direkt. Also ich finde das wirklich echt so krass, wie krass stimmungsvoll dieses Spiel einfach so mit sowas umgeht und was das für eine krasse Stimmung und ein krasses Gefühl im Spieler auslöst. So. Auch dieses, dass man halt wirklich sehr langsam kriecht und das ja auch alles selber dafür machen muss. So. Das hat echt krass gemacht, muss ich sagen. Ihr merkt schon, ich bin auf jeden Fall krass geflasht von dem Game. Aber ich glaube, das ist fast jeder, der es spielt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das nicht gut finden kann. Da habe ich zum Beispiel auch beim ersten Spiel schon drüber nachgedacht. Die sind doch bestimmt ultra teuer. Also man weiß es nicht so genau. Weil sich ja dieser Todd, der auch eigentlich keine Kohle hat, welche einen leisten kann. Aber trotzdem, warum die denn nicht recycelt werden? Die werden halt alle so verschrottet und obwohl die noch halb leben quasi, also sind ja hier noch für viele so halbtote Viecher rum. Yeah.
Jetzt kriegen wir das. Nee, doch nicht. Warte, wir kriegen das. Jetzt schon. Machen wir weiter. Ich töte sie jetzt halt, weil, ganz ehrlich, das ist eh eigentlich ja nur aus Gnade. Und so, ich funktioniere wenigstens noch halbwegs und sie nicht. Das ist zwar hart, aber... Ich finde auch dadurch, dass man wirklich nur Androids spielt, baut man auch so eine krasse Bindung und auch Mitgefühl für eigentlich Maschinen. Aber das ist ja genau dieser Diskurs, den dieses Spiel anstrebt. Dadurch, dass sie einfach so krass menschlich sind. Zack. Und alle nur so Restenergie, die sich noch so rühren können. Yes, endlich. Hello. I'm an AK-700 android. I was designed to serve you. What can I do for you? My program has detected an anomaly. Please contact the nearest Cyberlife Maintenance Center. Brauche ich nur den Audio Sensor und dann kann ich auch wieder hören. Lange dafür gebraucht habe, das Richtige zu finden. Aber ich erinnere mich. Oh, krass. Schneller als bei mir auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich relativ viele Anläufe gebraucht habe, um den Audiosensor zu bekommen. Ich habe an der falschen Stelle geguckt. Soundtrack, das ist eigentlich etwas.
Ich würde mir wirklich wünschen, dass es solche Spiele mehr gibt. Also, ne, David Cage, bitte mach noch viel mehr davon. Weil das halt einfach, es ist wie ein Film gucken, nur dass man halt echt so Einfluss hat. Und das macht es irgendwie, man ist viel näher drin dadurch. Aber ich brauche dafür gar keine krassen Gameplay-Elemente. Also das hier, was die so anbieten, reicht ja schon. Man braucht ja gar nicht das ständige, weiß nicht, Ballern oder so. Ja, einfach, so kann man es viel krasser genießen. Das finde ich nämlich auch ganz krass, diesen Moment, wo man halt checkt, dass diese Dinger, also diese Kreise da, die die halt am Gesicht haben, dass die ja quasi nur zur Erkennung dienen, damit man halt erkennt, dass das Androids sind, zusätzlich zur Kleidung und so, wie die das dann normalerweise haben mit diesen Armbinden und sowas alles, aber jetzt weiß man es ja einfach nicht mehr. Vor allem, weil die sich ja auch komplett menschlich verhalten. So. Ja, da steht es mir schon wieder. Softwareinstabilität. Ich weiß immer noch nicht, was bedeutet, aber ich denke, der wird auch halt irgendwann abweichen durch irgendwelche vielleicht zu krassen Erlebnisse, die ihn krass kompromittieren und deswegen halt auch diese Gefühlsanomalie oder so, wie sie das hier bezeichnen, hervorruft. Hello, Amanda. Connor, it's good to see you. Congratulations, Connor. Finding that deviant was far from easy. And the way you interrogated it was very clever. You've been remarkably efficient, Connor. Thank you, Amanda. We've asked the DPD to transfer it to us for further study. It may teach us something about what happened. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? It showed signs of PTSD after being abused by its owner. As if its original program had been completely replaced by new instructions. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? He's obviously not what I was expecting. But I don't have enough information yet to form a definitive opinion. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? I will try to establish a friendly relationship. If I can get him to trust me, it will be helpful for the investigation. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype CyberLife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Hurry, Connor. There's little time. Also ich glaube, dass das irgendwie die Chefin von CyberLife ist oder so, aber das erfährt man gar nicht im Detail. Aber es gibt, die taucht immer mal wieder auf, immer im Gespräch mit Connor. Und ich glaube, es ist die
Chefin von Cyberlife oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. You might be in shock. Just tensions in the Arctic have reached a new level, with a Russian carrier and an American patrol boat reported to have clashed last night. Das ist halt auch ganz krass, dass hier die Welt auch quasi so kurz vorm Dritten Weltkrieg zwischen den USA und Russland steht. Was irgendwie auch echt krass ist. Und hier, es gibt ja anscheinend, das sind ja Android. Polizisten oder so. Ja, hier. Androiden-Polizist. Aber warum sind die denn nicht so krass wie er? Also, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Kann man alles scannen? Ich scanne irgendwie immer alles, was man scannen kann. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwann etwas hilft, aber ich mache das eigentlich immer in so Spielen, weil vielleicht bringt das ja was. Irgendwann. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Metal Band. Knights of the Black Death. Ja, das klingt auch schon wie eine richtig böse Metal Band. Das zum Beispiel habe ich in meinem Spielstand nicht gemacht. Und ich habe nämlich gemerkt, dass ich zu wenig rumgeguckt habe. Ja, manchmal muss man ein bisschen länger suchen, bis man dann den letzten Hinweis auch gefunden hat. Nur auf so kleine Sachen achten. Und man muss halt auch immer gucken, in welchen Bereich man überhaupt gehen kann und welchen nicht. Zum Beispiel runter geht nämlich nicht noch mehr. Ach, hier den Schuh habe ich noch nicht. Ah, okay. Na. Ja, so. It's good to see you again, Lieutenant. Oh, Jesus. Hank! In my office! Officers of Center R9, your
kann man sich jetzt nämlich auch entscheiden, glaube ich. Aber ich glaube nicht. I've got 10 new cases involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android mage and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. This isn't just CyberLife's problem anymore. It's now a criminal investigation and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I gotta be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you left me holding the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick! Hank, you are seriously starting to piss me off! You are a police lieutenant! You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth! You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay, okay. I'll pretend like I didn't hear that, so I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel! This conversation is over! Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. Ugh. Well then, I won't keep you any longer. Have a nice day, Captain. So. Gehen wir zu Hank. Oh, nicht gefunden. Weil da oben sehe ich jetzt halt, dass das ein Weg, wenn ich irgendwas noch finden würde, der sich freischalten würde. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was das sein soll. Ich rede einfach mal mit dem. Und ich mach mal pragmatisch. Listen, I know you don't like me, but we're going to have to work together. We'll both have to make an effort. Now that we're partners, it would be great to get to know each other better. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Krass, das habe ich mich schon mal gefragt, ob es Kinder Androids gibt, aber gibt es. Krass. Und jetzt sieht man doch endlich mal einen Preis. Die Kinder kosten 7.500 Dollar. Da ist jetzt hier gerade so eine Rechnung gemacht und so. Krass. Okay. Das ist interessant. Ich gehe jetzt mal nicht an den Schreibtisch, sondern wohl doch. Und danach befragen wir den Android. Weil vielleicht kann ich jetzt hier noch Informationen sammeln und dann reden wir mal über Basketball. You're a Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh.
Ja, ist untergegangen. Dann machen wir mal Hund. You have a dog, right? How do you know that? The dog hair is on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Sumo. I call him Sumo. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to. Das ist die Frage, ob ich in der Frage, was mit Anti-Android ist, oder ob ich das wieder abfuckt. Ich mach's aber trotzdem. A lot of people don't appreciate having Androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah. There is one. Okay, ist wieder runtergegangen. Egal. Machen wir jetzt weiter mit. If you have any files on Deviants, I'd like to take a look at them. Terminals on your desk. Knock yourself out. Na, guck mal, da ist doch unsere Kara. Das können wir alle. Das kennen wir alle. 243 files. First dates back 9 months. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX-400 is reported to have murdered a man last night. That could be a good starting point for our investigation. You shouldn't let your personal situation hamper the investigation, Lieutenant. You don't know what the hell you're talking about. So why don't you just run your program and shut the fuck up? I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Ah, schade. Lieutenant, ich dachte, ich würde das jetzt besser lösen. Und krass, sorry to disturb you. Weil ich vorher nicht gemacht habe. I have some information on the AX-400 that killed the guy last night. Kann ich jetzt it's been cited in the Ravendale district. Deviant nicht mehr befragen. I'm on it. Fragen, der eigentlich in der Zelle ist. Oder? Vielleicht doch. Die ist jetzt vorbei. Ja. Krass, okay, das hätte ich vorher machen müssen. Jetzt fehlt mir nämlich hier dieser komplette Teil wahrscheinlich. Und hier sieht man nämlich auch, Softwareinstabilität ist Fragezeichen. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Schade, ja, haben wir jetzt nicht mehr gemacht, aber ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, dass wir das jetzt verpasst haben. Ich glaube nicht, dass ich deswegen ein neuer Weg habe. Wir hätten halt noch mit dem reden können, den wir eh schon verhört hatten.
Sie schläft noch. Okay. Feuer wieder an. Dann mal, ich glaube jetzt, oder? Ach, wir müssen neues Holz dran machen. Und hier. Ah, androide Tiere gibt's noch mehr. Das ist krass. Das ist ja krass. Okay, hier ist Holz. Das aus wie der, den wir hier im Studio stehen haben. Ja, und hier ist auch alles voll mit den. Ach, das ist I'm Alive und so. Irgendwelche komischen Sachen. Vogel. Egal. Mal nichts mit anfangen. Alles auf jeden Fall ein bisschen creepy hier. Das sieht aus, als wäre das Weed. Ist das Weed? Ich weiß es nicht. Ich denke, das war nur. Ja, alles ein bisschen spooky. Gehen wir mal nach oben. So. Wir brauchen Kleidung. So, wir müssen jetzt aus diesen Android-Sachen auf jeden Fall raus. Weil die sind ja krass auffällig. Was auch ganz krass ist, ich könnte die Waffe jetzt hier liegen lassen, dann hätte ich die auch nicht mehr. Und das würde mir später eine Möglichkeit nicht eröffnen, quasi. Aber wenn man zum Beispiel so ein bisschen unachtsam ist und sie einfach liegen lässt, dann hat man die auch nicht mehr. Auch im ganzen Verlauf des Spiels dann nicht mehr. Hier finde ich jetzt auch ganz krass, so, sie schneidet sich jetzt die Haare. Aber ich finde es krass, dass sie die nicht einfach nach Belieben irgendwie wachsen lassen kann oder kürzer werden lassen kann und so. Weil das müsste ja alles so. Weil die Haut regeneriert sich ja auch. Also wieso dann nicht die Haare? Also wieso? Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber die fesche Kurzhaarfrisur ist auf jeden Fall auch super. Jetzt können wir noch die Haarfarbe wählen. Guck mal, wie sieht denn schwarz aus? Weiß. Ich habe blond genommen bei mir, das weiß ich noch. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal weiß. Sieht keck aus. Das sieht keck aus. Jetzt holen wir uns auch das Ding raus. So.
Dreckgänsehaut. Voll ekelhaft. Richtig ekelhaft. Die. Weg hier. All right. That's all for now. Ready to go. Finde ich auch ganz krass, so die Psyche vom Spieler, dass man jetzt mit seinem einen spielbaren Charakter den anderen jagen muss, quasi. Das ist besser geworden. Er took the first bus that came along and stayed at the end of the line. Its decision wasn't planned, it was driven by fear. Androids don't feel fear. Deviants do. They get overwhelmed by their emotions and make irrational decisions. All right, well, that still doesn't tell us where it went. It didn't have a plan, and it had nowhere to go. Maybe it didn't go far. Maybe. Ralph found this to feed the little girl. It's good for her. A present. To make up for past misunderstandings. Ralph will cook. We will do just like humans do. Humans like burger meat. That's so crazy. Come. Come and sit down. That's very kind of you, Ralph. But we have to go. Go? No, you will go once the little girl is eaten. We will eat together, just like a family. The father, the mother, and the little girl. No, Ralph. We're leaving now. Come on, Alice. The little girl's going nowhere. Jetzt für mich wichtig, dass wir die Waffe haben. Humans don't eat that, Ralph. Wrong! Humans eat dead animals. I know that. Okay. Setzen wir uns mal. We'll eat together. Like a family. That's better. Ralph went to a lot of trouble to find something for the little girl to eat. It wouldn't be polite for her to refuse, would it? Succulent. Ich bin so krass angespannt jetzt gerade die Situation, wenn man eigentlich weg muss und Nerven aufschreiben. What did she say? She said she can't wait to eat it. She's very hungry. The little human is not going to regret it. Ralph found the best, the biggest one he could find. This is going to be succulent. Succulent. Go ahead. Eat. Anybody home? There's blue blood on the fence. I know another android was here. So, jetzt muss man halt mit ihm quasi sie jagen. Was ich halt, wie eben schon gesagt, halt von der Psyche für den Spieler auf jeden Fall schon mal eine krasse Nummer finde. Aber man kann sich natürlich ein bisschen.
zu entschließen. Sich zu beeilen oder eben nicht. Werden wir gleich noch sehen. Are there any other androids here? Ralph just wanted to be nice. Ralph wanted to help. Where is it? He ran out the back door. Connor, what's going on? It's in the area. Call it in. Which way did it go? That way. They're headed for the train station. So, jetzt muss man halt hier laufen und quasi sie einholen und sie fangen. Aber das will man ja eigentlich gar nicht. Und deswegen. They're over there! Auch nice, dass die anderen Polizisten alle nichts machen. Dass die jetzt halt hier über den Zaun klettern. Krass. Da muss ich was zu sagen. Das finde ich krass gewesen gerade, weil dadurch, dass ich mir so viel Zeit gelassen habe, weil ich habe mir bei mir ein bisschen weniger Zeit gelassen, erreicht den Zaun zu spät, deswegen nämlich. Weil sonst muss man nämlich mit Quicktime-Events selber mit Kara darüber rennen und eigentlich will Connor hinterher. Aber der wird dann davon abgehalten von Hank. Krass. So, ja, das ging tatsächlich für mich auf jeden Fall viel schneller als gedacht. Also die Stunde war für mich so vorbei, weil das Spiel so krass einen aufsaugt. Also das ist wie eine Serie bingen oder so. Also man guckt einfach weiter oder man spielt halt einfach weiter, weil man die ganze Zeit wissen will, wie es weitergeht und was noch passiert. Und es ist einfach nur krass. Und ich hoffe, ihr findet das Spiel auch genauso geil. Und habt Spaß zuzuschauen oder spielt es vielleicht auch selber und seht jetzt mal, wie wir es machen oder ich jetzt in dem Fall. Oder seht halt, macht es genauso oder macht es anders und könnt so vielleicht mal auch noch die Alternativen aussehen. Und ich erzähle ja auch nochmal so ein bisschen, was so meine eigenen Erfahrungen aus meinem privaten Spielstand sind. Ja, wie auch immer, wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, hier ist nochmal so ein anderes Video und hier und abonniert mal den Kanal und wir sehen uns bald wieder. Ciao!